Du wünschst dir eine schmale Taille? Dann solltest du die Übungen, die ich dir heute zeige, nicht missen. Denn viele denken, es sei nötig, möglichst wenig zu essen und am besten nicht schwer zu trainieren, um nicht zu massig auszusehen und eine schmale Taille zu erreichen. Du erreichst aber genau mit dem Gegenteil dein Ziel, nämlich mit genügend Nahrung, die es dir erlaubt, Kraft im Training zu haben und die entsprechende Muskulatur aufzubauen. Denn wenn du deine Taille schmaler aussehen lassen möchtest, kannst du das vor allem durch die Veränderung deiner Proportion bewirken. Wenn dein Rücken einen sogenannten V-Taper, also einen leicht V-förmigen Charakter bekommt und deine Oberschenkel durchtrainiert aussehen, wird deine Taille automatisch schmaler aussehen. Dazu muss man nicht massig werden, sondern kann weiterhin einen athletischen und femininen Look haben. Normalerweise braucht es auch eine Zeit, bis wir Muskulatur aufbauen und erfordert harte Arbeit. Habe also keine Angst davor, zu schnell zu viel aufzubauen. Jetzt möchte ich aber mit den Übungen starten, die es dir erlauben, einen schönen V-Taper und sportliche Beine zu bekommen und somit deine Silhouette zu formen. Die erste Übung ist der Latzug am Kabel. Dieser beansprucht den Latissimus, also den großen Rückenmuskel, und den oberen Rücken. Greife hier die Stange dazu etwas weiter als schulterbreit, ungefähr an der Wölbung der Stange. Um den Latissimus noch besser ansteuern zu können, empfehle ich dir, deine Handknöchel etwas weiter oben auf die Stange zu platzieren. Das ermöglicht dir eher eine Art Druck von oben zu erzeugen und nimmt die Unterarmkraft etwas raus. Die Unterarme arbeiten natürlich weiterhin mit, aber durch kleine Veränderungen des Griffs können wir gewährleisten, dass die Griffkraft nicht zu sehr im Fokus ist und die Hand dadurch womöglich schneller abrutscht. Mit dem Fokus auf das Führen der Ellbogen zur Hüfte ist es ebenfalls leichter, den Zielmuskel zu kontrahieren. Kleine Cues, also gedankliche Hinweise, können die sogenannte Mind-Muscle-Connection verbessern. Wenn du also an eine bestimmte Bewegung und den Zielmuskel denkst, kann er auch besser von deinem Körper angesteuert werden. Das braucht durchaus Übung, macht aber dein Training effektiver. Aktiviere nun deine Schulterblätter als erstes nach unten, also weg von den Ohren, und ziehe dann die Stange zum Brustbein. Ich sehe häufig hochgezogene Schultern, wodurch wir nicht wirklich den Rücken spüren können. Nutze also nur so viel Gewicht, welches dir eine optimale Ausführung erlaubt. Oftmals sieht man auch, dass sich stark nach hinten gelehnt wird. Das wollen wir nicht, da wir den Zug von vertikal ausnutzen wollen, also von oben. In der nächsten Übung werden wir dann eine horizontale Zugübung absolvieren, welche nochmal einen anderen Reiz setzen kann. Und somit kommen wir schon zur nächsten Übung, die ich dir gerne zeigen möchte, und das ist das vorgebeugte Rudern in zwei Varianten. Du kennst sicherlich die klassische Variante im Schulterbreitengriff. Heute möchte ich dir eine Variante im weiten Griff zeigen, welche etwas mehr die obere Rückenpartie fokussiert. Greife dazu die Stange weiter als schulterbreit und ziehe die Ellbogen nicht nah, sondern abgespreizt vom Körper hoch, sodass die Stange zur Brust führt. Bei der zweiten Variation führst du die Stange zum Bauchnabel, wodurch wir mehr den Latissimus treffen. Achte bei jeder Version des vorgebeugten Ruderns darauf, dass du nicht mit deinem Oberkörper nach vorne wippst und mit Schwung arbeitest. Nur deine Arme bewegen sich und der Rest des Körpers bleibt stabil. Achte auch hier darauf, dass du deine Schultern weg von den Ohren ziehst, um deine Rückenmuskulatur gezielt treffen zu können. Ich führe diese beiden Variationen gerne im Wechsel aus und lege beispielsweise 5 Wiederholungen für die Variante zur Brust fest und führe dann anschließend ohne Absetzen und ohne Pause 5 Wiederholungen die Variante zum Bauchnabel aus. Denn die kleineren Muskelpartien am oberen Rückenbereich können wir somit schon vorermüden und können dann mit dem etwas größeren Rückenmuskel, den Latissimus, weiterarbeiten, bis wir dann letztlich zum oder nah am Muskelversagen angelangt sind. Die dritte Übung, die ebenfalls für einen schönen V-Taper sorgt, sind Überzüge am Kabelzug. Nutze dazu eine gerade Stange oder ein Seil. Lehne dich so weit nach vorne, dass deine Arme gestreckt neben den Ohren starten. Halte deine Ellbogen nur minimal gebeugt und führe nun die fast gestreckten Arme im Halbkreis bis zu deinen Oberschenkeln runter. Achte auch hier darauf, dass nur deine Arme arbeiten und der Rest des Körpers stabil bleibt. Du kannst dir hier auch vorstellen, die Stange eher nach unten zu drücken als zu ziehen, und dadurch kann man den Latissimus nochmal ein bisschen besser und fokussierter aktivieren. Und auch hier gilt, die Schultern weg von den Ohren zu drücken. Wie zu Beginn erwähnt, können wir eine schmale Taille zum einen durch einen starken Rücken, aber zum anderen auch durch trainierte Beine erzeugen.
Vor allem ein seitlicher Schwung in den Oberschenkeln kann diesen Look verstärken. Dazu eignen sich die folgenden zwei Übungen. Sogenannte Cyclist Squats, bei denen wir mit den Fersen erhöht arbeiten und uns somit erlaubt, sehr aufrecht in die tiefe Hocke zu gelangen. Das wiederum spricht mehr den Vastus lateralis an, also die seitliche Oberschenkelmuskulatur. Wir arbeiten hier mit einer etwas engeren Fußposition und trotzdem solltest du darauf achten, dass du den Fuß gleichmäßig belastest. Aktiviere außerdem deine Ellbogen leicht nach hinten oben, was für eine bessere Spannung im Oberkörper sorgt und somit dabei hilft, den Oberkörper aufrecht zu halten. Die letzte Übung sind Bulgarian Split Squats, die du sicherlich schon mal gesehen hast oder sogar ausgeführt hast. Ich mag sie deshalb gerne, weil sie uns erlauben, ein Bein zu fokussieren. Denn durch das Ablegen des Fußrückens auf der Bank werden wir umso mehr gefordert, aus dem vorderen Bein zu arbeiten. Das hintere Bein wirkt nur stabilisierend. Viele legen hier die Fußspitze auf die Bank, was an sich nicht unbedingt falsch ist, aber den Druck auf das hintere Bein verstärkt und somit den vorhin genannten Aspekt minimiert. Indem du bei den Bulgarian Split Squats aufrechter arbeitest, kannst du etwas mehr den Oberschenkel treffen und ein leichtes nach vorne Lehnen des Oberkörpers erzeugt eine stärkere Vordehnung im Gluteusmuskel und der Oberschenkelrückseite, wodurch der Fokus auf diese Partien gelenkt werden kann. Du kannst hier natürlich nach Präferenz arbeiten, aber ich persönlich mag die aufrechte Variante lieber. Falls dir die Übungen und Erklärungen geholfen haben, freue ich mich sehr über ein Like für dieses Video und wenn du meinen Kanal noch für weitere Videos abonnierst. Um deinen Körper entsprechend zu formen, ist nicht nur das optimale Training, sondern auch eine angepasste Ernährung nötig. Damit du deine gewünschten Resultate erzielen kannst, gibt dir der digitale Coach der The Art of Health App genaue und individuelle Anweisungen, wie viel du essen solltest, um Muskulatur aufzubauen oder Fett abzubauen, sodass du dir sicher sein kannst, dass du alles richtig machst und effizienter dein Ziel erreichst. Wenn du dir 8 Wochen lange Unterstützung von mir und Ramona persönlich wünschst, kannst du dich jetzt noch auf die Warteliste für einen unserer nächsten Kurse setzen. Die Links dazu findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Falls dir meine Tipps aus diesem Video geholfen haben, freue ich mich über ein Like und über ein Abo meines Kanals und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.